Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre und das große Vergnügen, für das nächste Stück von der wunderbaren Band von Martin Zingsheim begleitet zu werden. Er hat sie mir für das folgende Stück netterweise ausgeliehen. Vielleicht mal einen großen Applaus für die zauberhafte Band der Querköpfe Show. Alles klar. Ich freue mich schon. Ich fange einfach an, ne? Und ihr spielt was dazu, wenn ihr Bock habt. Ne? Ich habe gerade ein Date mit einer wunderschönen Frau. Wir sitzen im Café und trinken Kakao. Doch ich bemerke, je mehr ich mit ihr spreche, diese Frau redet echt eine ganze Menge Blech. Trotzdem bleib ich da und verbringe mit ihr Zeit, denn bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit. Wir haben irgendwie nicht so ganz gleichen Themen. Sie redet unentwegt von ihren Figurproblemen. Dabei ist die Figur und ihre Silhouette das Letzte, woran ich etwas auszusetzen hätte. Genauso wenig wie an ihrem knappen Minikleid. Bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit. Ich bin halt nur ein Mann. Und ich will ran an die Madame, denn ich jetzt wandern, jetzt ist die Zeit. Bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit, jawohl! Ich weiß nicht, sie wirkt auf mich irgendwie gekünstelt, zum Beispiel wenn sie lacht. Oder wenn sie blinzelt. Ich würde mir wünschen, sie würde das nicht machen. Wobei wir lachen eh über völlig andere Sachen. Und ich glaube, das ist nicht die einzige Verschiedenheit. Doch bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit. Sie schlaucht mich, Mann, und strengt mich ganz schön an. Dann raucht sie auch noch eine nach der anderen. Ich frage mich, wie wohl ihre Küsse schmecken. Vielleicht ein bisschen so wie Aschenbecher auslecken. Egal, ich küsse sie mit Hemmungslosigkeit. Bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit. Ja, ich weiß. Ach komm, sie ist halt heiß. Ich werd von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde. Bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit. Sie glatt mit nach Hause nehmen. Da steht sie plötzlich auf und sagt, sie würde jetzt gehen. Das Gespräch sei nett gewesen und auch sehr intensiv. Und sie finde mich rein äußerlich durchaus attraktiv. Doch das sei nun mal nicht alles, es tue ihr leid. Doch bei Männern sei sie nicht so kompromissbereit. Ach, guck mal an. Tja, na dann, das sei nun mal nicht alles, es tue ihr leid. Doch sie sei da leider nicht so kompromissbereit. Das sei nun mal nicht alles, es tue ihr leid. Doch sie sei nicht kompromissbereit. Ah, na ja, komm, was soll's, ich mach mir nichts draus. Also so gut sah sie jetzt auch nicht aus. Thank you.